Also alles in allem würde ich sagen, Top-Projekt hier. Ach, die Halbsteine habe ich jetzt vergessen. Ja, das sind ja auch nur... Wow, ich habe mir ein bisschen mehr gerechnet. Na gut. Nee. Doch. Aber erst die Wasserfläche machen. Das Schöne ist, hier in der Ecke brauchen wir eh viele Kürbisse wegen dem Pyramidengarten, der ja auch noch weitergeführt wird. Und daher ist das schon nicht schlecht, hier eine Kürbisfarm in der Nähe zu haben. Müssen wir uns nur noch einen Eingang zu der Seite machen. Da hätten wir vielleicht doch die eine Tür mitnehmen sollen. So. 48. Das merken wir uns mal. Es waren 48. Wir sind jetzt noch 18, das heißt 30 Stück pro Reihe. Das heißt, wenn das Feld mal voll bewachsen ist, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dann sind es schon 150. So. Wo sollte denn am besten dann die Tür hin? Ja, das Problem an der ganzen Sache wird wahrscheinlich, die Tür richtig anzubringen. Denn die muss ja dann auf der Höhe. Und das heißt, der hier muss dann eine Reihe tiefer gelegt werden. So. Oder machen wir hier generellen Weg hin. So. Dann haben wir da einen hübschen Weg. So, was kommt jetzt? Ach ja, Dreckling, genau. Hier schon mal die Gerade hochziehen wollte ich. Und der Turm, der bleibt jetzt einfach mal da stehen. Das ist mir egal, ob sich da jetzt die Flugzeuge die Flügel abdingsen. Die müssen ja nicht in echt fliegen. Also von daher ist das in Ordnung. So, bis hier. Danach holen wir uns mal die Zäune, die wir in den Müllschacht geworfen haben. Dann können wir dann die Mauer schon mal ein bisschen weitermachen. Schön, dass da sofort Gras drauf wächst. Und wenn man mal drauf wartet, dass irgendwo Gras wächst, dann kommt's gar nicht. So ist das eben. Wieder drei. Und wieder wenden. Und wieder zurück. Eine Golfanlage wäre vielleicht auch noch eine tolle Sache.
Das wäre auch wieder ein Riesenareal, was wir dann umgestalten müssten. Na, solange es keine Bälle hier in Minecraft gibt, ist es eigentlich uninteressant. Oh, Golfbälle und Golfschläger. Das wär's doch. Und so ein paar spezielle Sachen. Muss ja nicht viel sein. Ein Golfballloch brauchen wir. Dann diese Startfläche. Und vielleicht eine Fahne. Fahnen gibt es auch schon. Kann man einfach, hier kann man die Banner verwenden. Das wäre doch mal ein tolles Minigame. Das ganze Inventar mit Dreck geleert. Tatsache. Dann gehen wir mal zur Mauer. Die können wir ja auch so schon mal hochziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Schon wieder dunkel. Boah, ist das ein Weg einfach, diese eigentlich kurze Strecke einmal über den Platz. Das ist Wahnsinn, das dauert schon ewig. So. Nehme ich mir da mal wieder ein bisschen mehr mit. Solange wir noch Material haben, das wir verbauen können, werden wir nicht auf der Suche jetzt nach neuen Materialien wie Tintensäcken oder sowas gehen, sondern erstmal die Sachen verbauen, die wir hier haben. Das ist so meine Art, die Sachen anzupacken. Und ich denke, damit sind wir bisher auch gut gefahren. Sobald wir dann nichts mehr hier quasi verbauen können, gehen wir dann los, holen uns die Zäune und neue Tintensäcke und kurz darauf wahrscheinlich auch neue Lehmblöcke. Immer noch läuft's ja gut. Ich hätte die eine Tür noch mitnehmen sollen, dann hätten wir die auch schon mal reinsetzen können. Ich bin ja gleich eh wieder da oben. Tilly, was schnüffelst du an meinem Iroini-Pie? Jetzt gibt's Ende des Jahres noch ein Bett-Iroini-Pie, also ein Fledermaus-Pony für mich. Sobald ich das gespritet habe, könnten wir es eigentlich auch gleich mal hier hinbauen. Und noch Platz haben wir auf jeden Fall für noch ein Pony. Auch wenn vielen das Ding nicht gefällt. Ist halt Geschmackssache.
Das Brownie-Tum ist nicht für jeden was. Ja, man wird später nicht glauben, dass das hier mal Wüste war. Auch wenn natürlich die Grasfarbe dahin deutet. Also ganz kriegt man die Wüste hier halt nicht raus. Außer man legt sich ein Texture Pack drüber, das keine Unterschiede in der Grasfarbe hat. So, was hatte ich gesagt? Halbsteine und die Tür, weil wir jetzt ja wieder zu den Kürbissen gehen werden. Und, na, dann komme ich raus. Ja, Sonne steht noch ganz gut. Mehr. Uiuiui. Das ist doch mal erfreulich, das Bild. Jede Menge zu ernten. So. Ja, guck mal, dann nehmen wir dann die Hälfte, machen sie dazu und die andere Hälfte wird dann gleich mal als Laternen verwendet. So, ich komm erstmal hoch. So. Dann hier. Na? Wo? Da. Ah, jetzt wird das Ding hier langsam richtig produktiv. Das finde ich gut. In der Zeit, wo wir hier die nächste Reihe angelegt haben, sind dort schon wieder 3, 4 nachgewachsen. So lobe ich mir das. Es sind genau 4. Also wieder 2 für die Laternenproduktion. Und 2 fürs Feld. Also damit ich nicht nachher die Halbsteine umsonst mitgeschleppt habe.
Jetzt mal schon mal hier dran. So. Na, hier können wir noch mal ein ganzes Stück weitergehen. So. Tja, dann wird langsam aber sicher dieser Berg wohl doch weichen müssen. Aber nicht für den Flughafen, wie gedacht, sondern für Kürbisse. Von denen wir ja jede Menge hier brauchen bei dem Projekt. Na, es ist die billigste Beleuchtungsquelle, die nicht aus einer Fackel besteht. Also, besteht schon aus einer Fackel, aber es ist halt... Es ist die billigste Beleuchtungsquelle, die ein ganzer Block ist, so. Es ist halt so das Schöne daran. Ich würde auch, Leuchtmelonen nehmen, aber... Das geht ja leider irgendwie nicht. Wäre bestimmt auch eine lustige Idee. So. Fünf dort. Fünf dort. Rein da. Hier fehlten noch zwei, das weiß ich. Da. So. Na, hier unten ist der Rasen fast schon fertig gewachsen. Ah, jetzt können wir ja mal hingehen und hier die Lücken schließen erstmal. Das heißt, die drei Pfeiler haben wir dann vollständig. Dann haben wir hier noch drei Pfeile. Die kriegen wir schon nicht mehr vollständig. So. Ja, noch einmal ein bisschen Zeit. Okay, Fackeln. Die habe ich übrigens hier überall vergessen. Das ist unschön. Dort können dann ruhig auch wieder Fackeln dran an die Ränder. Da sehe jetzt ein Leuchtkürbis auch irgendwie komisch aus. Von daher ist das dort in Ordnung. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm. 4, 5, 6, 7, 8. Dann nehmen wir hier mal 9. Ja, man muss halt ein bisschen auch mal improvisationsbereit sein. Sonst wird das nix. So. So und so. Und dann zurück ins Bettchen. Können wir wieder mal den Dreck auffüllen? Da gibt's noch eine Reihe, die wir ziehen können. Theoretisch können wir auch den weißen Lehm mitnehmen und da schon mal die Linie ziehen. Die ist ja noch recht einfach, auch ohne den schwarzen zu ziehen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Oh, läuft doch heute gut. Also bisher problemlos. Kommen wir gut voran. Haben wir noch genug Dreck? Da können wir nochmal vielleicht zwei Stacks nachlegen. Wir haben einen Halbstein. Wir haben davon noch zwei. Den Kabel, den brauchen wir erstmal nicht. Dafür können wir die Fackeln auffüllen. Was können wir denn noch mitnehmen? Was hatte ich gesagt? Weißen Lehm. So, dann sind wir auch voll. Ja, heute lassen wir das Kürbisbeet mal links liegen. Dann haben wir morgen eine ordentliche Ausbeute. Hier zwischen waren immer 5. Yep. Fünf. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dann die andere Seite, dann den Dreck nachziehen. Danke. Bin wohl doch noch ein bisschen verschnupft. Na, der weiße Lehm geht uns jetzt auch aus. Okay. Na, ein bisschen was haben wir noch. So. Heißt das mal wieder eine Dreckbahn legen. Gibt es eine Möglichkeit, eine Tintenfischfarm zu bauen? Das wäre mal etwas, was ich nachforschen müsste. Das würde uns das Leben doch um einiges erleichtern. Also das, was möglich ist, möchte ich heute gern noch alles schaffen. Das heißt, den kompletten Lehm verbauen, den wir hier mit haben. Dann die Mauer bis da oben fertig kriegen. Und um die Kürbisfarm, soweit es geht. Und ja, mal schauen, was wir dann noch kriegen. Vielleicht schon ein bisschen neuen Lehm farmen. Was war das eigentlich? Achso. Sieht so wie so ein Stöckchen aus, wenn man einfach so mal drauf guckt. Ja, man muss sich erst wieder an die Texture Packs gewöhnen. So. Ja, die langen Bahnen, die fressen wahnsinnig viele Ressourcen. Aber ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Oh. Ich meine Dreck. Pillepalle. Wie viel Dreckblöcke haben wir im Lager? Da kriegen wir die Fläche dreimal fertig. Und dazu bauen wir hier auch noch genug Dreck ab. Das
muss man ja auch noch mit einbeziehen, dass das, was wir hier gerade verbauen, das ist jetzt ja nicht aus unseren Lagerbeständen, das ist allein das, was wir hier geerntet haben beim Planieren. So. Na, und Tilly verkriecht sich. Schlafen, ne? Unter die dicke Decke. Dass die das nicht zerdrückt irgendwie. Ich meine, diese Decken sind ja schwer. Das ist so eine Lammwolldecke, die man so auf Kaffeefahrten angeboten kriegt. Ja, ich finde die toll. Also im Winter sind die unglaublich warm, also. Aber im Sommer sollte man sich da nicht drunter legen. Also, was die da auf den Kaffeefahrten versprechen, dass die im Sommer kühl sind, hört nicht drauf, das ist Schwachsinn. Die sind im Sommer brütend heiß. Aber im Winter sind die Dinger toll. Aber schwer halt. Und dann so eine kleine Miezekatze da drunter. Acht. 5, 6, 7, 8. 8. Was machen wir drumherum? Machen wir da noch einen Graben? Ich meine, die zwei Reihen mehr Berg oder drei Reihen mehr Berg, die machen dann auch nicht mehr viel aus. 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 8. So, dann ernte ich euch mal weg. Boah. Für Nichtraucher habe ich eine ganz schön kaputte Lunge, habe ich das schon mal erwähnt? Naja, meine Mutter hat geraucht, mein Vater hat geraucht, mein Stiefvater, mein Gott, der hat beidhändig geraucht. Mein Opa, wo ich das Wochenende verbracht habe, hat geraucht. Ich war quasi rund um die Uhr nur von Rauchern umgeben. Also, dass meine Lunge nicht mehr toll ist, das versteht sich irgendwie von selbst. Ne? Darf ich schon wieder zwei Reihen anlegen? Ja. Habe ich genug Dreck noch? Oh, kein Dreck dabei. Na gut, ein bisschen was fällt ja hier raus. Und wenn, dann holen wir uns von dem Berg dort Neues. Nee, das ist doch falsch. Eine Reihe weiter noch. Ja, eigentlich könnten wir hier den ganzen Kabel dann schon mal rausholen. Ja, dass wir so viele Kürbisse hier brauchen, habe ich am Anfang auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Gebe ich ganz ehrlich zu. So. Du kommst weg. Bis hier. Und es wird dunkel. Der ideale Zeitpunkt, um sich mit neuen Dreck einzudecken. Ja, sobald der Berg hier weg ist, die hohe Stück dort, dann wird's ja hier sehr angenehm eigentlich für eine Farm. Aber bis ganz hinten, wirklich? Naja, andererseits eine so eine Fahrrinne. Das sind schon 50 Laternen.
Habe ich noch weißen Farbstoff irgendwo? Ich meine, ich hatte doch Knochenmehl eingepackt. Ist der alles schon weg? Scheinbar ja. Geht der Flughafen ja insgesamt dann doch hier bis zum Berg. Wenn wir die Kürbisfarm mitrechnen, heißt das natürlich. So. Dreck her. Aber eigentlich müssen wir die ja mitrechnen, denn die ist ja nur aus dem Grund angelegt worden, dass wir hier brauchen. Okay, Wasser rein. Ursprünglich wollte ich hier ein Beet anlegen. Als ich das gerade gesehen habe, dachte ich mir auch, was bringen mir jetzt 5, 6 Kürbisse? So. Dass da jetzt so eine kleine Kante bleibt, das ist mir jetzt in dem Moment egal. Ich meine, das ist ein Beet, kein Kunstwerk. So, und wie viele sind das schon wieder? 13, die hatten wir gerade noch über. Die werden schon mal verarbeitet, denn sonst habe ich sie gleich auch weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ach, das kann man schön teilen. So. Irgendwann, wenn das Feld schon eine gewisse Größe hat, werden wir übrigens dann nicht mehr die Hälfte abzweigen für Samen, sondern nur noch ein Drittel oder ein Viertel. Da haben wir dann... Wir haben dann einfach genug Samen. Wir kriegen ja das Vierfache am Samen eigentlich daraus. So. Dann gucken wir mal, ob wir die Reihe schon fertig kriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Ich habe mir das mit dem Glas übrigens überlegt. Wir machen da eine Komplettdecke drauf. Scheiß auf das bisschen Licht in unserem Lager. Dafür mache ich jetzt keine große Sache raus. Mit Glas holen, Glas färben. So. Zeit haben wir noch.
Die Stacks gehen viel zu schnell alle. Oh je. Komme ich schon wieder nicht hin. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Naja. Verbauen wir, was wir haben. So. Dann. Ja, können wir noch ein bisschen was an der Mauer machen. Und da können wir morgen schon wieder Kürbisse ernten, aber jetzt lassen wir sie erstmal in Ruhe wachsen. Ich hab hier die Fackeln dran vergessen. Aber ich glaube, wenn wir da noch zwei, drei Reihen ranhängen, dann reicht das, oder? Ich meine, zu viel brauchen wir ja auch nicht von dem Zeug. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gehen wir da sofort hin. So. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. So.
Damit ist das gegessen. So, ich mache mal ganz kurz eine Pause.